Moin Leute und willkommen zu einem nächsten Video. Heute mit mir. Ich will euch ein paar edle Outfits vorstellen. Ich habe schon mein erstes Outfit an, meine Qual der Wahl ist auf eine Anzughose von Jack & Jones gefallen, die wirklich etwas slimfit fittet, aber wirklich sehr bequem ist vom Stoff, sehr angenehm zu tragen. Die Nike Air Force machen es ein bisschen lockerer und das Hemd von Tiger of Sweden. Es ist so ein bisschen gröber vom Stoff. Ich versuche das mal für euch ein bisschen ran zu zoomen. Aber eine sehr frische Sommerfarbe, wie ich finde. Ein schönes Grün in der Kombi mit den weißen Sneakern und schwarzer Hose. Mein erstes Outfit. Ich werde euch noch ein paar Anzüge präsentieren. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Lasst mir gerne euer Feedback da, wenn ihr Fragen habt, wo ich die Sachen her habe. Wo ihr die Outfits vielleicht auch nachshoppen könnt. Schreibt mir gern auf Instagram oder in den Kommentaren und dann gibt es hoffentlich einen Link dazu. Erstes Outfit, wir kommen zum zweiten. So Friends, komme ich zu meinem zweiten Anzug. Das ist ein Jersey-Anzug von Baldessarini. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr seht schon, ich habe das Etikett reingelassen. Ich will ihn euch trotzdem zeigen. Ist nicht meine Qual der Wahl. Ist wirklich sehr, sehr easy und entspannt zu tragen, also fühlt sich wirklich sehr gut an, auch vom Stoff. Ist aber vom Fit nicht ganz so meins. Ja, ihr seht schon, ich zeige ihn nochmal von hinten. Irgendwie passt mir das nicht so ganz. Also die Hose ist mir hier so ein bisschen anders geschnitten. Die Bundfalte macht das natürlich oben auch nochmal ein bisschen weiter. Geschmackssache auf jeden Fall. Vielleicht fittet das bei euch ein bisschen besser. Ich finde den aber auch ein bisschen zu edel von der Musterung. Ich versuche euch das mal wieder ran zu zoomen. Das sind so weiß, also ist ein blauer Anzug, auf jeden Fall erkennt man, und weiße Häkchen so ein bisschen drauf. Nicht ganz so meins. Mein zweites Outfit. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Das dritte kommt jetzt. So, Friends, geht weiter mit einem richtigen Highlight. Was sagt ihr? Chinky-Anzug in einem, ja, was ist denn das? Ich glaube, das ist sogar mit Grau angegeben. Wirkt aber eher wie ein Beige-Grau. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ist etwas slimfit geschnitten. Ich trage eine Nummer 50, wenn ihr mal die Anzuggrößen im Neurotier wollt. 1,90 Meter groß. Zurzeit 89 bis 90 Kilo, also ein bisschen mehr als sonst drauf. Und ja, so fittet der Anzug. Dreh mich mal. Wirklich noch sehr bequem, obwohl es slimfit geschnitten ist. Ist, glaube ich, nicht viel Stretch drin, aber dennoch, wie gesagt, habe ich genug Platz in den Oberschenkeln, was eigentlich immer das größte Problem ist, dass dann die Hosen zu eng sind. Aber auch der Anzug, man merkt es ganz leicht, ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt sagen wollte. Nein, also der Anzug, ja, wirklich sehr bequem, coole Farbe, modern, tragst du mit einem weißen T-Shirt, geht es natürlich auch edler für eine Hochzeit, mit einem weißen Hemd etc. Aber ja, das ist mein nächster Anzug. Es wird noch einer folgen, wie gesagt, lasst mir gerne mal Feedback da, bis gleich. So, Friends, kommen wir zu dem letzten Anzug und vor allem zu dem neuen Hemd. Ja, Anzug, kann ich euch sagen, Tiger of Sweden und das Hemd auch. Und ich muss sagen, ich feiere die Hemden von Tiger of Sweden wesentlich mehr. Also ich habe hier eine Größe 42. Ich trage, wenn es etwas edler sein soll, sogar noch eine Nummer 43. Dann, wenn man sieht, ich gucke mal in den Spiegel, wenn man das hier oben zumacht und ich ein bisschen Puck drin habe, dann spannt das. Aber ansonsten sind die Hemden richtig, richtig gut geschnitten. Ich feiere sie total. Wir haben auch wirklich lässiger Stoff. Es gibt verschiedene Kollektionen bei den Hemden. Check das mal unbedingt ab. Meine Lieblingskollektion oder Schnitt, sagen wir Schnitt, ist Feldmodell. Das müsste, glaube ich, Pharrell sein. Genau, nur damit ihr mal einen kleinen Anhaltspunkt habt, ist dann auch, wie gesagt, vom Kragen anders. Der Anzug, auch von Tiger of Sweden. Oh, ich sehe mal, ich schreibe es auf, tut mir leid dafür. Ja. Meine erste Erfahrung damit und ich bin nicht ganz überzeugt, ist irgendwie ja, gut verarbeitet, auch ein paar coole Details mit dem Innenknopf nochmal. Das Jackett ist wunderbar verarbeitet. Farbe ist auch ganz schick, aber irgendwie auch für mich so ein Standardding. Ja. Das war meine Inspiration zu den etwas edleren Outfits mit Anzug und Hemd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback da und wir sehen uns zum nächsten Mal.